Herzlich willkommen. Wir haben heute Herrn Ernst Wolf bei uns im Gespräch. Vielen Dank, Herr Wolf, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und wir wollen uns jetzt die momentane Situation anschauen. Und die momentane Situation ist leider geprägt durch den Krieg zwischen Russland und Ukraine. Wie schätzen Sie diese Lage ein? Also könnte es bald vorbei sein oder bauscht sich da noch etwas viel Größeres auf? Also ganz offen gesagt fürchte ich, dass es nicht so bald vorbei sein wird. Also alle Zeichen deuten darauf hin, dass da eskaliert wird ohne Ende. Also wir haben ja gesehen, dass der Konflikt also richtig systematisch vorbereitet worden ist, über Jahre hinweg. Also das fing ja an mit dem Maidan damals. Es ging weiter durch diese ganzen Truppenaufmärsche. Also auch die NATO hat ja wirklich alles getan, um Russland zu provozieren. Russland hat aber diese Provokationen immer gerne angenommen. Und jetzt haben wir ja gehört, also allein in den letzten paar Tagen, die USA haben nochmal 500 Millionen locker gemacht, schicken wieder Soldaten hier rüber nach Europa. Deutschland hat 100 Milliarden locker gemacht, die jetzt über die Bundeswehr in die Rüstungsindustrie fließen. Dann hat Deutschland angekündigt, den Etat für die Bundeswehr von 0,98% oder 0,9% auf 2% zu erhöhen, was ja wirklich eine ganz drastische Verdoppelung des Rüstungsetats ist. Dann haben wir gesehen, jetzt noch bevor der Krieg ausbrach, ist das NATO-Truppenstatut ja geändert worden. Also die nehmen sich jetzt das Recht heraus, auch ausländische Truppen zu stationieren auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, was ja bisher untersagt war. Also da ist an allen Stellschrauben ist gedreht worden, um diesen Konflikt zu eskalieren. Und deswegen glaube ich absolut nicht daran, dass dieser Konflikt bald vorüber sein wird. Das offizielle Narrativ ist ja von der einen Seite, dass da ein Diktator jetzt plötzlich Allmachtsfantasien hat und das zaristische Russland offensichtlich wieder errichten will. Also das Narrativ halte ich für großen Unsinn. Auf der anderen Seite ist das andere Narrativ, dass der Westen ja dort oder dass die Ukraine da ja so viele Nazis in der Regierung hat und dass da eben die russische Minderheit so stark unterdrückt wird. Das ist tatsächlich der Fall. Aber ich meine, dass aus der Warte der russischen Regierung, die hätte ja eine große Offensive in der Welt starten können und der Welt klar machen können, was da passiert. Aber das jetzt, also da einen Krieg vom Zaun zu brechen, also das halte ich für ein riesiges Verbrechen. Aber ich glaube, dass das irgendwie im Hintergrund doch alles abgesprochen ist. Also man muss sich einfach nur angucken, wer da die Akteure sind. Also ich meine, man muss sich mal die Nähe ansehen von Wladimir Putin zu Klaus Schwab. Also er ist ja einer der Lieblinge von Klaus Schwab und Klaus Schwab ist einer seiner Lieblinge. Und der zweitwichtigste Mann in Russland, Hermann Greff, der Chef der Sberbank, ist ja auch in Davos kein Unbekannter. Also die sind sehr, sehr stark vernetzt mit den Reichen und den Mächtigen im Westen. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist im Hintergrund vermutlich, also vielleicht nicht in Persona abgesprochen, aber das passt beiden Seiten ganz gut. Und für mich ist es auch ein Zeichen, dass ich nicht so ganz falsch liege damit, dass ich vermute, dass die Regierungen heute überhaupt gar nichts mehr zu sagen haben. Also ich denke, dass die letzten 2 Jahre uns gezeigt haben, dass es eine Macht gibt, die viel größer ist als jede einzelne Regierung und das ist der digital-finanzielle Komplex. Also wir haben in den letzten 2 Jahren etwas gesehen, was niemand in den Mainstream-Medien jemals erwähnt hat. Wir haben die totale Gleichschaltung von fast allen Regierungen der Welt gesehen. Also egal welcher Kontinent, egal welches Land, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben alle die gleichen Maßnahmen gelassen. Die haben Maskenpflicht eingeführt, die haben die Quarantäne eingeführt, die haben die Leute mit diesen Stoffen versorgen lassen. Ich will es jetzt nicht das Wort erwähnen, sonst wird das Video gleich gecancelt hier. Aber es ist überall genau das Gleiche gemacht worden. Und das zeigt mir doch, dass es eine Macht im Hintergrund gibt, die eigentlich viel, viel mächtiger ist als die einzelnen Mächte. Und ich vermute, dass diese Macht im Hintergrund, deren eine Schaltzentrale ja das WEF ist, er hat ja mehrere Schaltzentralen inzwischen, dass die dahinter steht und dass die gar nicht so unglücklich ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so die Zündung der zweiten Stufe beim Abriss des gegenwärtigen Systems. Also wir haben ja gesehen, dass das gegenwärtige Finanzsystem ab 2007 nur noch künstlich am Leben erhalten werden konnte, dann nach 2011, 2012 durch die Euro-Krise nur noch bedingungsloses Gelddrucken und immer weitere Zinssenkungen erforderte, dass wir dann 2020 den Nullzins erreicht haben, dass jetzt nur noch bedingungslos Geld gedruckt werden kann. Und da wissen die Eliten natürlich, das Geld wird bald seinen Wert total verlieren. Aber die nutzen jetzt diese Endphase des Systems, um das System nochmal restlos zu plündern. Und dabei ist denen alles egal. Also die zerbrechen alles. Und natürlich haben die im Hintergrund den neuen Plan für das neue Geld.
Und für den neuen Plan müssen sie den größtmöglichen wirtschaftlichen und sozialen Schaden anrichten. Und da hilft natürlich ein Krieg wie nichts anderes. Ja, also dass diese ganzen Friedensverhandlungen und Friedensgespräche alles nur sozusagen, ja, ein bisschen Show, um wieder Hoffnung und das alles voranzutreiben. Ganz genau. Man muss, also ich empfehle jedem, der das also verfolgt, mal einen Blick auf die Aktienmärkte zu werfen. Also immer, wenn von Frieden gesprochen wird, dann wird für 2-3 Tage werden die Finanzmärkte, also hauptsächlich die Aktienmärkte, in die Höhe getrieben. Und dann kommt wieder irgendeine Horrormeldung und dann fallen die Aktienmärkte wieder ab. Also das ist so einfach, da braucht man also gar kein System wie Aladdin, was BlackRock also die ganzen Informationen liefert. Da kann man also von draußen wissen, wie die Kurse sich in den nächsten Tagen entwickeln. Und natürlich ist das für die Großinvestoren ein absolut gefundenes Fressen. Also da wird richtig, richtig viel Geld verdient. Außerdem hat die Rüstungsindustrie also unglaublich zugelegt, was die Börsenkurse anlegt. Also hier in Deutschland der größte Rüstungskonzern ist ja Rheinmetall. Also der Chef von Rheinmetall hat gerade gesagt, öffentlich bekannt gegeben, 2021 war das beste Jahr bisher überhaupt. Und 2022, hat er gesagt, wird noch besser. Und wenn der sowas ankündigt, dann vermute ich, dass der auch genau weiß, das ganze Ding wird noch weitergetrieben. Und ich habe wirklich die Befürchtung, dass Polen als nächstes mit reingerissen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Deutschland von dem Krieg auch noch betroffen sein wird. Wie sehen Sie die Rolle Chinas bei dem ganzen, ja, Konflikt? Ja, China, wir wissen ja, dass China auch mit dem WEF verbandelt ist und mit der westlichen Elite verbandelt ist. Also China steht ja unter der Knute der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei in China hat den eigenen digital-finanziellen Komplex weitgehend kaltgestellt. Also die übt ihre Macht da aus wie nie zuvor. Wir sehen ja auch im Moment, dass im Namen der Gesundheit da weiter große Städte lahmgelegt werden, also in unvorstellbarer Weise. Also so ähnlich wie in Neuseeland, wo ja ein einzelner positiv Getesteter ausgereicht hat, um das ganze Land 5 Tage dann in den Lockdown zu schicken. Und Ähnliches passiert in China. Also die sind auch mit dabei ganz, ganz enorm daran interessiert, die Weltwirtschaft wirklich zum Einbruch zu bringen. Natürlich profitieren sie selber auch ein bisschen davon. Also es ist klar, wenn Europa geschwächt wird und die Amerikaner dann auch, die sind ja sowieso im Niedergang, dass China dann da so mehr oder weniger als lachender Dritter dasteht. Aber ich meine, für die neue Seidenstraße ist es auch nicht gut, wenn hier alles in Schutt und Asche liegt, obwohl man dann auch wieder mit dem Aufbau neu verdienen kann. Also ich denke, China wird sich weitgehend aus dieser Sache jetzt raushalten. Ich glaube nicht, dass China irgendwie militärisch eingreifen wird. Aber ich glaube, dass der Konflikt also gerade erst in seinem Anfangsstadium sich befindet. Ja, China war ja auch ganz empört, dass die USA ihnen vorwirft, irgendwelche Verbindungen zu Russland zu haben, aber und sie niemals die Ukraine angreifen würden. Aber ich meine, wir sehen ja immer so, wie die Gespräche verlaufen, und von einem Tag auf den anderen kann das Ganze schon wieder ganz anders sein, denn wenn man eine Agenda, ein bestimmtes Ziel hat, ja. Ja, vor allen Dingen muss man wissen, das sind alles Ablenkungsmanöver. Also alles, was politisch passiert, soll nur ablenken. Man muss einfach sehen, was wirklich tatsächlich da auf der Straße und in der Wirtschaft passiert. Und die Wirtschaft wird, also das ist die gehen mit der Abrissbirne an die Wirtschaft ran. Also wir sehen im Moment, wie alles wirklich mutwillig und vorsätzlich zerstört wird. Ja, wir haben ja zuvor die Maßnahmen gehabt, beziehungsweise wir haben sie ja auch immer noch teilweise. Ja. Und nun kommen ja auch noch Sanktionen dazu. Also das fährt ja genauso die Wirtschaft in die gleiche Richtung. Und wir sehen ja da deswegen, wie die Preise auch explodieren. Was denken Sie, was kann uns zukünftig da erwarten? Ja, das wird jetzt immer so ein bisschen auf die Sanktionen geschoben, die explodierenden Preise. Aber ich denke, das hat im Moment noch gar nichts miteinander zu tun. Also die Sanktionen sind zwar erhoben worden, natürlich dienen die als Vorwand für einige Firmen, ein bisschen mehr zu verlangen. Aber die Inflation, die wir jetzt erleben, die ist Ergebnis der absolut expansiven Geldpolitik der letzten Jahre. Also man sieht im Moment auch, wie da gelogen wird. Also unser Wirtschaftsminister, der Herr Habeck, war jetzt gerade beim ZDF und wurde da auf die Inflation angesprochen und hat das dann auch in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gebracht. Also da wurde den Leuten praktisch suggeriert, der Ukraine-Krieg sorgt dafür, dass bei uns die Preise steigen. Das ist absoluter Unsinn. Es ist so, dass dieses riesige Gelddrucken und diese explosionsartige Entwicklung der Geldmenge, dass die jetzt im Alltag durchschlägt und dass gleichzeitig auch natürlich das Zerbrechen der Lieferketten, das Stoppen von Produktion und so weiter, dass sich das alles auswirkt. Also die Rohstoffe sind teurer geworden, die Lieferungen sind teurer geworden, weil die Energiekrise, die ja auch künstlich angeheizt wird, hat auch sehr viel mit den Preisen zu tun. Also und da stehen wir erst am Anfang. Also diese 7%, die in Deutschland jetzt angeblich vorherrschen, die sind sowieso also ein Märchenwert. Also da kann jede Hausfrau oder jeder Hausmann sehen,
wenn er einkauft, dass bei den Nahrungsmitteln also die Preissteigerungen extrem viel höher sind. Oder die jungen Menschen, die jetzt gerade Häuser bauen, die sind alle wirklich, die stehen mit dem Rücken zur Wand, weil die Preise so schnell, so stark in die Höhe gehen. Also ich war gestern bei meinem Verleger und der hat, während wir da waren, von seiner Druckerei erfahren, dass der Preis für Papier innerhalb von einem Monat jetzt um 6% ansteigt. Also da ist einiges im Gang im Moment und das ist gerade der Anfang der ganzen Sache. Das ist noch lange nicht das Ende. Ja, man braucht ja dann auch immer einen Sündenbock, wie Sie gesagt haben. Zuerst war es der Virus, dann ist es jetzt eben der Putin und irgendjemand ist immer schuld. Aber dass parallel schon zuvor etwas getan wurde, was alles in diese Richtung hätte schieben können, ist ja egal. Ja? Vergangenheit lassen wir mal ruhen. Jetzt ist es gerade Putin, der macht alles kaputt. Denken Sie denn beispielsweise Zinserhebungen, so wie die FED das jetzt gerade gemacht hat und auch noch vorhat, dieses Jahr öfters zu machen, können Sie dem überhaupt entgegenwirken? Also diese Zinserhebungen, Anhebungen, das ist eine weitere Maßnahme, um alles zum Zusammenbruch zu bringen. Also diese Zinsanhebungen werden die Situation nicht erleichtern, sondern werden die erschweren. Also wir haben im Moment weltweit 300 Billionen Schulden. Also das sind Staatsschulden, das sind Unternehmensschulden und Haushaltsschulden. Und diese Schulden müssen bedient werden. Und wenn die Zinsen steigen, wird das Bedienen dieser Schulden schwieriger. Und natürlich, wenn die Zinsen steigen, bedeutet das auch, dass die Preise weiter steigen werden. Weil jeder, der für seine Kredite mehr zahlen muss, muss ja auch wieder mehr reinholen. Also diese Zinsanhebungen werden genau das bewirken, was alle anderen Maßnahmen bewirken. Die werden dieses System weiter also zerstören und kaputt machen. Könnte man das überhaupt irgendwie lösen? Also so irgendeine Methode? Ausgeschlossen. Also das System ist in seinem absoluten Endstadium jetzt. Wir sind im absoluten Endstadium des bestehenden Geldsystems angekommen. Das ist nicht mehr zu reparieren. 300 Billionen an Schulden werden niemals zurückgezahlt werden. Es geht jetzt nur noch darum, die letzte Phase vor dem Zusammenbruch auszunutzen und das System bis zum Ende zu plündern. Man sieht ja, dass die ganzen wirklich Ultrareichen auf der Welt, dass die im Moment so ganz langsam umschwenken und sich schon nach Sachwerten umgucken. Wir wissen ja, dass viele große Milliardäre jetzt Land kaufen, dass die Bill Gates ist ja ganz bekannt, der größte Ackerlandbesitzer in der Welt jetzt, Warren Buffett Besitzer einer großen Eisenbahnlinie inzwischen. Also die wissen schon ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. Und die haben natürlich selber auch nicht so weit den Durchblick, den kann auch keiner haben, wann so der letzte Endpunkt erreicht ist. Aber die haben inzwischen in den letzten Jahren gelernt, dass man durch Gelddrucken doch noch sehr viel Zeit gewinnen kann. Und ich weiß es nicht, also wie lange das alles noch passieren kann. Vielleicht geht es noch ein paar Monate gut, vielleicht geht es noch ein paar Jahre gut. Aber am Ende wird das der totale Zusammenbruch dieses Systems stehen. Aber dieser Zusammenbruch wird nicht zufällig kommen, sondern der wird orchestriert sein. Also die werden sich zusammentun und werden sagen, pass mal auf, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss. Also vielleicht wird es auch über die Inflation kommen, dass die Inflation irgendwann auf 50, auf 100% springt oder wie in Südamerika auf dreistellige Ziffern. Und dass sie dann sagen, okay, jetzt ist Schluss und jetzt kommen wir mit dem, und das ist natürlich der Plan dahinter, jetzt kommen wir mit dem digitalen Zentralbankgeld. Und doch sieht die Masse das rein Offizielle, was erzählt wird und was folgt auf eine Krise, auf Kriege und Sonstiges, wenn man so diese ganzen Unruhen hat, Chaos, Leid. Natürlich ist man froh, dann wieder etwas Neues zu haben, ein neues System, sei es das digitale Zentralbankgeld oder sonst was, was die Leute dann mit Handkuss wieder nehmen werden. Also so, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, so, das ist die Erlösung und dann ist man froh. Also man weiß ja schon, wie man vorzugehen hat. Ja, es ist ein unglaublich perfider Plan, weil also die Leute durchschauen werden das natürlich, die große Masse wird das aber auf keinen Fall durchschauen. Die große Masse wird merken, also durch die Inflation werden die Lebensumstände immer schwieriger. Dann kommt dazu, dass wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit, also sehr, sehr sicher sogar die Arbeitslosigkeit weiter in die Höhe schießen wird. Wir befinden uns ja am Anfang mitten eigentlich schon in der vierten industriellen Revolution. Also da werden noch sehr viele Arbeitsplätze jetzt über den Deich gehen. Und das bedeutet natürlich, dass sehr viele Leute jetzt in richtige Armut abrutschen werden. Und diese Leute werden natürlich froh sein, wenn dann die Regierung eines Tages sagt, pass mal auf, du kriegst ein digitales Zentralbankkonto, du brauchst noch nicht mal dafür arbeiten, du kriegst im Monat 1.000, 1.200 oder 1.500 Euro. Du musst das Geld aber bis zum 31. ausgeben, damit die Wirtschaft weiter ins Laufen kommt. Ich denke, dass viele Leute unter den Umständen einfach aus Verzweiflung Ja sagen werden. Nur, dieser Plan wird auf Dauer nicht aufgehen. Weil dieses neue Geld wird nicht funktionieren, weil Geld kann so nicht funktionieren. Ohne jeden Gegenwert kann man nicht einfach Geld rausgeben. Das wird immer wieder in neue Inflation, in neuer Inflation enden. Und das ist also das wird eine endlose Geschichte werden dann. Ja, das ist wie ein stetiger Kreislauf.
immer wieder führt das zum nächsten. Aber ich denke, dass diejenigen, die etwas zu entscheiden haben, auch möglicherweise gar kein Interesse haben. Wieso sollte man denn jetzt für alle irgendwas ganz Tolles errichten, ein tolles System? Also ich glaube auch, dass viele von denen das gar nicht durchschauen. Also wenn ich so ansehe, wie die Politiker, was die von Wirtschaft verstehen. Also wenn ich mir unseren Wirtschaftsminister angucke, den Herrn Habeck. Also ich weiß nicht, ob der in seinem Leben bisher, ich weiß nicht, ob der Friseur war oder Gärtner, auf jeden Fall Wirtschaftswissenschaftler, kann der nicht sein, der Mann. Also der redet so einen Unsinn und hat so wenig Ahnung von dem ganzen System. Und ich meine, der bestimmt die Wirtschaft, aber das ist natürlich auch gewollt. Also die Eliten, die wollen solche Leute, die sie einfach von hinten steuern können. Weil ich bin sicher da, ich meine, der wird auch irgendwelche Berater um sich haben, der wird Staatssekretäre haben. Ich weiß jetzt nicht, welche Staatssekretäre er hat, aber ich weiß ja, dass sein Vorgänger, der Herr Scholz, im Finanzministerium, der Herr Scholz, dass der einen eiskalten Banker von Goldman Sachs da als Staatssekretär hatte. Und ich denke, da werden auch ein paar Staatssekretäre sitzen, die genau wissen, was die Finanzelite von ihnen will. Und die werden ihm die Instruktionen geben. Also der Herr Habeck ist dann nur die völlig ahnungslose und blasse Marionette, die irgendwelche Dummheiten von sich gibt und die Leute irgendwie beruhigen soll. Ich glaube, der hat auch so ein bisschen sowas Einschläferndes im Moment. Also ich denke, dass der gerade vielleicht für diesen Posten auch deswegen geeignet ist. Aber auf jeden Fall mit Kompetenz hat das null und gar nichts zu tun. Ja, man sieht immer, finde ich, den Trend oder die Widerspiegelung der momentanen Gesellschaft, was man jetzt gerade braucht oder nicht. Weil früher hatte es ja wenigstens so ein bisschen den Anschein, als hätten diejenigen Kompetenz und würden irgendetwas Sinnvolles von sich geben. Und jetzt kann man wirklich eigentlich so reihum durch die Bank sagen, ja. Das ist überall so. Also wenn Sie Justin Trudeau reden hören, also so viel dummes Zeug, wie der von sich gibt, dann seine Finanzministerin, die ist ja gleichzeitig auch noch im Vorstand vom WEF, die Finanzministerin von Trudeau, dann, wenn sie, also ich meine, auch Sebastian Kurz war ja auch, das war ein Oberschüler, der von nichts eine Ahnung hatte und seine Befehle von hinten bekommen hat und alles immer gleich weitergegeben hat. Und bei uns ist es nicht anders. Ich meine, Frau Baerbock, so eine Dame, die wäre ja nie irgendwo in irgendeinem Unternehmen irgendwie hochgekommen. Das ist absolut ausgeschlossen. Aber die ist natürlich eine willenlose Marionette der Leute, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Und im Hintergrund ziehen mehrere Leute die Fäden. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, das WEF hat alles in der Hand. Also das WEF ist nur eine von diesen Schaltzentralen. Da gibt es noch mehrere Schaltzentralen. Da gibt es die ganzen anderen Stiftungen noch. Also Stiftungen sind ganz wichtig geworden. Dann gibt es die großen Universitäten, die sind ganz wichtig geworden. Also wenn Sie ansehen, zum Beispiel die Harvard-Universität, meiner Meinung nach im Moment eine der wichtigsten, zusammen mit Johns Hopkins. Die Harvard-Universität wird wie ein Hedgefonds geführt. Und der ehemalige Präsident der Harvard-Universität, das war der ehemalige Fed-Vorsitzende und der ehemalige Finanzminister Larry Summers. Also da gibt es eine ganz direkte Verbindung zur Finanzelite der Welt. Und die tun alles das, was ihre Auftraggeber im Hintergrund sagen. Also da gilt der alte deutsche Spruch, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. So einfach ist das. Wenn wir uns nochmal die Folgen des Krieges und der Sanktionen anschauen, denn diese sind ja auch viel gravierender, als sich die meisten Menschen dann auch vorstellen können. Ja, was ist denn das Schlimmste an den Folgen für die unbeteiligten Länder sozusagen drumherum, wenn man beispielsweise beachtet, dass Länder wie Ägypten 80% ihres Weizens aus Russland und Ukraine importieren und da jetzt schauen müssen, wie sie eben an Nahrungsmittel rankommen? Das ist eine humanitäre Katastrophe von biblischen Ausmaßen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass der arabische Frühling ausgelöst wurde durch Preiserhöhungen beim Getreide. Und das ist denen auch bewusst. Ich meine, die sind nicht so dumm, dass sie das schon vergessen haben. Die wissen das ganz genau. Und dass die Ukraine die Kornkammer nicht nur Europas ist, sondern großer Teile der Welt, das ist denen auch vorher bekannt gewesen. Und die wissen auch, dass wenn man da bombardiert, dass da die Ernte nicht eingefahren werden wird. Und dass die Preise da ganz gewaltig in die Höhe schießen werden. Wir wissen ja, dass andere Weizenländer, so wie Kanada, im Moment auch schon die Produktion wirklich ankurbeln, um da einzuspringen und richtig Kohle zu machen und richtig daran zu verdienen. Aber das ist eine humanitäre Katastrophe von ganz gewaltigen Ausmaßen, die da angerichtet wird. Und ich denke, auf diese Weise wird man nicht nur in Europa ein soziales Chaos anrichten, sondern zumindest also auch in großen Teilen Nordafrikas wieder solche Zustände herbeiführen, wie damals im arabischen Frühling. Und das natürlich wird wieder dazu führen, dass man sagt, wir müssen jetzt also hier um Ruhe schaffen und das wird man wieder mit Waffen machen. Und dadurch wird natürlich auch die Waffenindustrie wieder gefördert, weil die werden nicht nur Waffen in die Ukraine liefern, sondern die werden dann auch wieder Waffen an Ägypten liefern, vielleicht auch an Tunesien, Marokko und so, je nachdem, welche Länder da noch mit da reinkommen. Aber es ist ein einziger Zirkel und im Hintergrund
stehen immer die großen Waffenkonzerne, die großen Pharmakonzerne. Und wenn man ganz genau hinguckt, die Aktionäre davon sind immer die gleichen. Es sind immer die 10 großen Vermögensverwalter der Welt. An der Spitze BlackRock, dann Vanguard, dann Fidelity, dann State Street. Und die von den 10 größten haben BlackRock und Vanguard auch noch die Hauptanteile als Hauptaktionäre von 6 weiteren. Also Vanguard und BlackRock haben die Welt im Moment fest in der Hand. Und wer nicht nach deren Pfeife tanzt, der ist als Politiker wird sofort kaltgestellt. Ja, also man sieht momentan, was die Maßnahmen noch nicht zerstört haben. Das schaffen jetzt Sanktionen und Krieg sozusagen nochmal mit geballter Faust. Wir haben ja auch gesehen, dass bereits vergangene Sanktionen an Russland oder sei es China dafür gesorgt haben, dass diejenigen sich vom Dollar abgewendet haben und nach Alternativmöglichkeiten geschaut haben. Würden Sie auch sagen, dass die Zukunft des Dollars als Weltleitwährung ja langsam vorbei ist, dass hier auch ein Wechsel stattfindet? Ja, das sage ich ja schon seit langem. Also die Ära des Dollars geht ihrem Ende entgegen. Also wir wissen ja, dass der Dollar also einmal 1971 in Schwierigkeiten war, als er vom Gold gelöst wurde, dass die Amerikaner dann auf sehr raffinierte Art und Weise den Dollar statt ans Gold dann ans Öl gebunden haben über den Petrodollar und dass das lange funktioniert hat. Aber wir wissen, dass der Petrodollar im Moment zerbricht. Also Russland und China haben ja schon, ich glaube, 2014 große Verträge außerhalb des Dollars geschlossen. Und jetzt im Moment, ich denke, eines der Zünglein an der Waage wird Saudi-Arabien sein. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Saudi-Arabien da mehr in Richtung China tendiert. Aber es hat sich was ganz Gewaltiges geändert. Also ich habe damals auch immer gedacht, der Dollar ist am Ende und vielleicht wird das also zum Beispiel der Anfang des Aufstiegs des Yuan. Das wird es alles nicht sein. Es wird nach dem Dollar wird es keine Währung wie bisher mehr geben. Also das Ende des Dollars wird die Ära der digitalen Zentralbankwährung einleiten. Und das wird eine ganz völlig neue Welt werden, weil ich glaube, also ich kann es nicht belegen im Moment, aber meine ganzen Informationen deuten darauf hin, dass im Hintergrund da China und die USA bereits zusammenarbeiten. Und mich würde nicht wundern, wenn man inzwischen sogar an Konzepten für eine Weltwährung arbeitet. Eine Weltwährung, die möglicherweise zum Beispiel über die Sonderziehungsrechte des IWF herausgegeben wird. Also China ist ja im IWF genauso vertreten wie die USA, ist auch im Währungskorb mit drin. Also da würde sich bestimmt irgendeine Lösung finden lassen. Und ich glaube, dass die Eliten untereinander da im Moment schon irgendwelche Abmachungen treffen. Aber wie gesagt, dass die nächste Währung, die nächste große Währung in der Welt, das wird keine Währung wie bisher sein. Also die Ära der Währung, so wie wir sie jetzt seit ein paar hundert Jahren oder insgesamt sogar die Ära des Geldes, wie wir es seit 3000 Jahren kennen, die ist endgültig zu Ende. Also irgendwann sehen wir einen Weltcoin möglicherweise. Sehr gut möglich, ja. Also bevor wir zum Abschluss unseres Gesprächs kommen, wollte ich noch kurz einen Schwenk auf die Maßnahmenpolitik gehen, weil das ist ja auch sehr aktuell gerade. Man sieht ja die Lockerungen ja fast auf der ganzen Welt, selbst in Deutschland, muss man dazu sagen, haben wir jetzt schon sowas und diesmal nicht die Scheinlockerungen, dass man sagt, wir gehen jetzt auf 2G, auf 3G, sondern wirklich, dass man sagt, okay, wir lassen das jetzt mal, also in den meisten Bundesländern zumindest, jetzt mal wirklich locker. Würden Sie sagen, das ist wieder mal so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Geschichte oder könnte es wirklich in den Ländern, wo es jetzt komplett aufhört, dann auch aufhören? Weil gleichzeitig sehen wir ja in Shanghai beispielsweise komplette Lockdowns. Also ja, schwierig. Wie kann sich das entwickeln? Also aufhören wird das garantiert nicht. Das wird auch in Deutschland garantiert nicht aufhören. Wir wissen ja, dass die Regierung bereits mehr als eine halbe Milliarde neue Dosen bestellt hat. Also das bedeutet, pro Bürger sind das mehr als 6 Dosen, die sie schon bestellt haben und für die sie der Pharmaindustrie bereits mehr als 3 Milliarden zugesagt haben. Also da kann ich nicht dran glauben, dass das zu Ende ist. Und ich sehe das Ganze auch nicht als irgendwas, was mit Gesundheit zusammenhängt, sondern ich sehe das wirklich als den ersten Schritt bei der Durchführung des Great Reset, also bei der sogenannten kreativen Zerstörung des Systems. Und die wird weitergehen. Natürlich kann man das nicht in einem durchziehen. Nichts passiert in einer Linie. Kein Finanzmarkt geht in einer Linie runter. Also außer einem abstürzenden Flugzeug geht in der Welt gar nichts in einer Linie runter. Sondern es gibt immer kleine Wendungen und kleine Drehungen. Und es gibt kleine Zugeständnisse, um die Leute bereit zu machen, irgendwas Neues, an irgendwas zu glauben und diese Hoffnung dann anschließend zu zerstören. Also da sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Ganz sicher nicht.
Ja, man sieht ja auch, dass die Gesetzesgrundlage grundsätzlich ja auch vorhanden ist. Also man könnte jederzeit wieder da eingreifen und sagen, jetzt ist wieder Winter, jetzt wird wieder anderer Wind geweht. Ich war gestern in Hamburg und ganz Hamburg, also ein ganzes Bundesland, ist zum Hotspot erklärt worden. Und da gelten immer noch die allerkrassesten Maßnahmen. Also die halten sich alle Optionen offen. Und man muss einfach nur mal in der Geschichte zurückgucken. Es hat noch nie eine Regierung freiwillig irgendwelche Rechte den Bürgern wieder zurückgegeben, die sie sich von den Bürgern genommen haben. Und das wird diesmal auch nicht der Fall sein. Die werden nichts zurücknehmen. Aber ich fürchte sogar, es wird noch wesentlich schlimmer kommen. Die werden einiges versuchen. Wenn sie damit nicht durchkommen, haben sie als zweite Erklärung den Krieg im Moment. Also ich denke, das spielt richtig ineinander. Also erstmal sagt man den Leuten, also da ist ein ganz schreckliches Virus, was euch alle bedroht. Jetzt im Moment sagt man den Leuten, da ist dieser schreckliche Krieg. Dann kommt vielleicht die dritte Stufe, dass man sagt, Virus plus Krieg. Ich weiß ja nicht, was da noch zu erwarten ist an Krankheiten oder an Viren. Also kann ich der Zukunft wirklich nicht optimistisch entgegensehen. Also das heißt, mit Vorsicht zu genießen und auch Absolut. und vor allem, was ich ganz wichtig finde, nicht vergessen, was alles gemacht wurde jetzt in der Vergangenheit und Was die der grundsätzlich. Menschheit angetan haben. Ja, genau. Man darf nicht vergessen, wie viele 100 Menschen auf der Welt verhungert sind, deswegen wegen dieser Maßnahmen. Wie vielen Menschen das Existenzminimum genommen worden ist. Wie viele Kinder wirklich, also wie viel das Leben von wie vielen Kindern zerstört worden ist. Also nicht nur irgendwo in den Entwicklungsländern, sondern auch bei uns. Weil es gibt eine Menge traumatisierte Kinder, die wahrscheinlich ihr Leben lang Schwierigkeiten haben wegen dieser Maßnahmen. Also ich finde auch, verzeihen darf man da niemandem was, sondern irgendwann wird die Zeit der Abrechnung kommen und dann muss man diese Leute alle zur Rechenschaft ziehen. Ja, und irgendwann werden diese Kinder zurückschauen und sagen, warum habt ihr eigentlich nichts gemacht? Ganz genau. Genau, deswegen muss man auch immer, ja, dafür sein und das Beste geben für sein Kind und sagen können, doch ich schon. Ja, ganz genau, so ist es ja. Ja, also vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Ich denke, da haben wir jetzt auch einen ganz guten Einblick gewinnen können, was jetzt gerade so momentan vor sich geht, was da so dahinter steht. Vielen Dank. Ich denke, wir sollten die Leute noch dazu auffordern, also diese ganzen Informationen unbedingt weiterzutragen, weil es wird wirklich immer heftiger. Die Schlinge um unseren Hals wird immer enger gezogen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, uns zu wehren, ist, die Leute aufzuklären. Und da müssen wir einfach weitermachen, weil der Boden für die Aufklärung, das sage ich jetzt auch schon zum 50. Mal, der war noch nie so gut wie jetzt. Also die Maßnahmen werden die Leute in immer größere Schwierigkeiten bringen und die Leute werden sich umgucken und die werden sich am Schluss zu denen hinwenden, die ihnen von Anfang an reinen Wein eingeschenkt haben und nicht zu denen, die mal das gesagt haben und mal das gesagt haben. Ja, und man muss immer im Hinterkopf haben, einen aufgeklärten, hinterfragenden Menschen kannst du nicht wieder zurückbekommen. Also der wird sich nicht dann wieder um 6 Uhr irgendwas reinziehen im Fernseher und sagen, ah, jetzt glaube ich es doch wieder. Ganz genau. Also vielen Dank. Gerne. Und dann bis zum nächsten Gespräch. Bis dann. Tschüss.